Es darf nicht noch öfter das gesamte Wohl des Staates durch eine Einzelperson gefährdet werden. Solange du mir als dem vorausbestimmten Konsul Catilina auflauertest, habe ich mich nicht durch staatlichen Schutz, sondern durch persönliche Wachsamkeit verteidigt. Als du bei den letzten Konsulwahlen auf dem Marsfeld mich, den Konsul und auch deine Mitbewerber töten wolltest, habe ich deine ruchlosen Versuche durch die schützende Hilfe der Freunde vereitelt, ohne öffentlich Aufsehen erregt zu haben. Schließlich, so oft du mich angegriffen hast, habe ich dir aus eigener Kraft Widerstand geleistet, obwohl ich sah, dass mein Verderben mit großer Katastrophe für den Staat verbunden wäre. Nun greifst du schon offen den gesamten Staat an. Die Tempel der unsterblichen Götter, die Häuser der Stadt, das Leben aller Bürger und ganz Italien rufst du zum Untergang und zur Vernichtung aus. Daher, weil ich das, was das Erste wäre, was dieser Amtsgewalt und den Grundsätzen der Vorfahren entsprechen würde, noch nicht zu machen wage, werde ich das tun, was im Hinblick auf die Strenge milder ist und im Hinblick auf das gemeinsame Wohlergehen nützlicher ist. Denn wenn ich befehle, dass du getötet wirst, wird im Staat die übrige Schar der Verschwörer zurückbleiben. Wenn du, wozu ich dich schon längst auffordere, hinausgehst, wird man den großen und für den Staat verderblichen Abschaum deiner Begleiter herausschöpfen. Was ist, Catilina? Zögerst du etwa, das zu tun, wenn ich es befehle, was du ja schon freiwillig tun wolltest? Hinauszugehen aus der Stadt befiehlt der Konsul dem Feind. Du fragst mich, ob in die Verbannung? Ich befehle es nicht. Aber wenn du mich im Rat fragst, so rate ich es. Denn was ist es, Catilina, das dich noch in dieser Stadt erfreuen könnte, in der es niemanden außerhalb dieser Verschwörung verderbter Menschen da gibt, die dich nicht fürchten, niemanden, der dich nicht hassen würde? Welches Schandmal von Skandalen im Privatbereich ist deinem Leben nicht eingebrannt? Welche Untat in persönlichen Angelegenheiten haftet nicht an deinem Ruf? Welche Begierde blieb jemals von deinen Augen, welche Untat von deinen Händen, welche Schande von deinem ganzen Körper fern? Welchem Bürschchen, das du in die Lockmittel der Verführung verstrickt hattest, hast du nicht zur kühnen Mordtat das Schwert oder zur Ausschweifung die Fackel vorangetragen? Und ferner? Neulich, als du durch den Tod deiner vorigen Frau das Haus für eine neue Hochzeit leer gemacht hattest, hast du dann nicht durch ein anderes, unglaubliches Verbrechen dieses Verbrechen überboten? Das lasse ich aus und ertrage leicht, wenn man nicht darüber spricht, damit man nicht sieht, dass in diesem Staat ein so großes, ungeheures Verbrechen vorgekommen ist, und dass dieses nicht bestraft wurde. Ich lasse den Zusammenbruch deines Vermögens aus, von dem du merken wirst, dass er dir an den nächsten Iden bevorsteht. Ich komme zu jenen Dingen, die sich nicht auf die private Schmach deiner Fehler und nicht auf deine schwierige Lage und die Schande in deinem Haus, sondern auf den gesamten Staat und auf das Leben und Wohlergehen unser aller beziehen. Kann dir dieses Tageslicht, Catilina, und der Hauch dieses Himmels erfreulich sein, wo du doch weißt, dass es niemanden unter diesen hier gibt, der nicht wüsste, dass du am Tag vor den Kalendern des Jänner unter den Konsuln Lepidus und Tullus auf dem Comitium mit einer Waffe gestanden bist, dass du eine Bande aufgeboten hast, die Konsuln und Oberhäupter der Bürgerschaft zu töten, und dass deinem verbrecherischen Rasen nicht irgendeine Anwandlung von Besinnung oder deine Furcht, sondern das Glück des römischen Volkes entgegengetreten ist. Und schon übergehe ich jene Dinge, denn sie sind nicht geheim und auch nicht selten später verübt worden. Wie oft du mich, als ich designiert war, wie oft du mich, als ich dann Konsul war,
zu töten versucht hast. Wie viele deiner Anschläge, die so geführt waren, dass man ihnen anscheinend nicht ausweichen konnte, bin ich gewissermaßen mit einer, wie man so sagt, winzigen Wendung des Körpers entronnen. Nichts richtest du aus, nichts erreichst du. Und trotzdem lässt du das Versuchen und Wollen nicht sein. Wie oft ist dir dieser Dolch hier schon aus den Händen entwunden worden? Wie oft entfiel er dir aus irgendeinem Zufall oder entglitt dir? Durch welch mysteriöse Riten freilich dieser von dir geweiht und aufgeopfert worden ist, weiß ich nicht im Hinblick darauf, dass du meinst, er müsse in den Körper eines Konsuls gestoßen werden. Welches ist aber jetzt dieses dein Leben hier? Ich will nämlich so mit dir reden, dass ich nicht von Hass bewegt scheine, wie wenn ich dir schuldig wäre, sondern dass ich von Barmherzigkeit bewegt scheine, welche man dir nicht schuldig ist. Du kamst kurz vorher in den Senat. Wer von dieser so zahlreich besuchten Versammlung, wer von deinen vielen Freunden und Verwandten hat dich gegrüßt? Wenn dieses seit Menschengedenken niemandem widerfahren ist, erwartest du eine Beschimpfung, da du schon durch ein sehr schwerwiegendes Urteil des Schweigens niedergedrückt wurdest? Mit welchem Gefühl glaubst du, dass du dieses endlich ertragen musst, dass bei deiner Ankunft diese Bänke sich geleert haben, dass alle gewesenen Konsuln, die von dir sehr oft zur Ermordung bestimmt worden waren, eben diesen Teil der Bänke unbedeckt und leer zurückgelassen haben, sobald du dich niedergesetzt hast? Wenn beim Herkules meine Sklaven mich auf diese Weise fürchten würden, wie alle Mitbürger dich fürchten, würde ich glauben, dass ich mein Haus verlassen muss. Glaubst du nicht, dass du die Stadt verlassen musst? Und wenn ich mich bei meinen Bürgern zu Unrecht so schwerwiegend verdächtigt und verhasst sehen würde, würde ich lieber den Anblick der Bürger entbehren wollen, als von den feindlichen Augen aller betrachtet zu werden. Du zögerst, obwohl du im Bewusstsein deiner Verbrechen erkennst, den Anblick und die Anwesenheit derer zu meiden, deren Seele und Gefühl du verwundest. Wenn dich deine Eltern fürchteten und hassten und du diese auf keine Weise besänftigen könntest, wie ich meine, würdest du aus ihren Augen irgendwohin weggehen. Nun hasst und fürchtet dich das Vaterland, das unser aller gemeinsamer Gründer ist, und urteilt schon lange, dass du nichts außer dessen Hochverrat denkst. Wirst du weder dessen Würde scheuen, noch dessen Urteil folgen, noch dessen Macht fürchten? Dieses Vaterland wendet sich so an dich, Catilina, und spricht auf eine gewisse Weise schweigend: Es gab seit einigen Jahren keine Untat mehr außer durch dich, keine Schandtaten ohne dich. Für dich allein waren die Morde vieler Bürger, für dich die Misshandlung und die Ausraubung der Bundesgenossen unbestraft und frei. Du warst nicht nur beim Missachten der Gesetze und der gerichtlichen Untersuchungen stark, sondern auch beim Umstürzen und Durchbrechen. Jenes Frühere, obwohl es nicht zu ertragen war, habe ich dennoch, wie ich konnte, ertragen. Aber dass ich jetzt wegen dir allein ganz in Angst bin, bei jedem kleinsten Geräusch, dass Catilina gefürchtet wird, dass anscheinend kein Plan gegen mich gefasst werden kann, der mit deinem Verbrechen nichts zu tun hat, ist nicht mehr zu ertragen. Aus diesem Grund, geh weg und entreiße mir diese Angst. Wenn sie begründet ist, dass ich nicht bedrückt werde, wenn sie unbegründet ist, dass ich endlich einmal aufhören kann, zu fürchten. Wenn das Vaterland das mit dir besprechen sollte, wie ich gesagt habe, sollte es das doch erreichen, selbst wenn es keine Gewalt dazu nehmen kann? Und dass du dich in freiwillige Haft begeben hast, dass du gesagt hast, um Verdacht zu vermeiden, bei Marcus Lepidus wohnen zu wollen. Von diesem nicht aufgenommen,
hast es auch gewagt, zu mir zu kommen und gebeten, dass ich dich bei mir zu Hause beschützen solle. Du bist zum Prätor Quintus Metellum gekommen. Als du auch von mir diese Antwort erhalten hattest, dass ich auf keine Weise in dir in denselben Wänden sicher sein könnte, der ich in großer Gefahr wäre, weil wir in denselben Mauern zusammengehalten werden würden. Von diesem zurückgewiesen bist du zu deinem Genossen, einen sehr guten Mann, gewandert. Von dem hast du natürlich geglaubt, dass er beim Bewachen sehr sorgfältig und beim Verdächtigen sehr scharfsinnig und beim Fesseln sehr stark sein werde. Aber wie weit scheint er vom Kerker und von Fesseln weg sein zu müssen, der sich schon selbst der Bewachung für würdig gerichtet hat? Trotz dieser Umstände, Catilina, hast du noch Bedenken, wenn du schon nicht im Gleichmut dahinsterben kannst, in irgendwelche Länder wegzugehen und dieses, deinen vielen gerechten und gebührenden Strafen entrissenen Leben der Flucht und der Einsamkeit anzuvertrauen. Bring es vor den Senat, so sagst du. Das nämlich verlangst du. Und wenn dieser Stand sich dafür ausspricht, dass du ins Exil gehst, dann, sagst du, würdest du gehorchen. Ich werde das nicht vorbringen, was von meinen Grundsätzen abweicht. Und dennoch werde ich erwirken, dass du erkennst, was diese hier über dich meinen. Geh hinaus aus der Stadt. Befreie den Staat von seiner Angst. In die Verbannung, wenn du dieses Wort verlangst. Brich auf. Nun, bemerkst du, vernimmst du das Schweigen dieser hier? Sie lassen es geschehen. Sie schweigen. Was erwartest du ein Gutachten von Sprechenden? Ihren Willen erkennst du an ihrem Schweigen. Wenn ich dagegen dasselbe zu diesem ausgezeichneten jungen Mann hier, Publius Sestius, wenn ich dasselbe zu dem sehr unerschrockenen Marcus Marcellus gesagt hätte, dann hätte der Senat schon längst mir, dem Konsul, in diesem Tempel hier mit bestem Recht gewaltsam Hand angelegt. Bei dir aber, Catilina, indem sie ruhig bleiben, heißen sie es gut. Indem sie das dulden, entscheiden sie. Indem sie schweigen, schreien sie. Und nicht nur diese, deren maßgebende Meinung dir offenbar teuer, deren Leben dir aber sehr wenig wert ist, sondern auch jene römischen Ritter, sehr ehrenhafte und ausgezeichnete Männer und auch alle übrigen, sehr tatkräftigen Bürger, die den Senat umringen, deren Zahl du sehen, deren Bestreben du erblicken und deren Stimmen du kurz vorher hören konntest. Dieselben, deren bewaffnete Hände ich nur kaum mehr von dir zurückhalte, werde ich leicht dazu bringen, dass sie dich, wenn du all das verlässt, dessen Verwüstung du schon längst anstrebst, bis zu den Toren geleiten. Aber was rede ich denn? Dass sich irgendeine Angelegenheit umstimmt? Dass du jemals umdenkst? Dass du an irgendeine Flucht denkst? Dass du an irgendeine Verbannung denkst? Oh, dass dir doch die unsterblichen Götter diese Gesinnung gäben! Jedoch sehe ich,